RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Boah, Lenny! Geil, dass ich dich hier treffe, Alter. Mord, ist mit dir alles klar? Ich meine, wir fahren jetzt schon fast 2 Monate gemeinsam durch Europa, sehen uns täglich und du freust dich, dass wir uns hier vor dem Käseladen treffen? Naja, ich bin halt so. Ich freue mich eben immer, wenn ich neue Leute kennenlerne in den neuen fremden Ländern. Ich glaube, das hier, das tut dir alles nicht wirklich gut. Meinst du echt? Naja, egal, Alter. Lass uns mal hier ein wenig umsehen. Hier haben wir ja einen Käseladen. Weißt du eigentlich, dass die Finnen für ihren Käse berühmt sind? Nein, Mohat, weiß ich nicht. Ich glaube eher, du meinst Holland und Frau Antje. Stimmt. Du hast recht. Müsste vielleicht einmal grübeln, für was die Finnen noch so bekannt sind. Irgendwie fällt mir da auf Anhieb auch nichts ein. Lenny, wusstest du eigentlich, dass es in Finnland eine Stadt gibt, die zu über 70% im Wasser erbaut wurde? Nein, das ist auch nicht Finnland. Du meinst Italien und Venedig. Wobei ich bezweifle, dass die Stadt im Wasser gebaut wurde. Aber es ist nicht Schweden. Und ich glaube auch nicht, dass Stockholm auf dem Wasser gebaut wurde. Dann weiß ich, Oleg, für was Finnland eigentlich bekannt sein soll. Ich habe gehört von Werner, dass aus Finnland gute Filme kommen sollen. Meinst du Pornos? Nein, keine finnischen Pornos. Kinderfilme und Jugendfilme. Die erreichen in den letzten Jahren sehr große Popularität. Aber ich glaube, Werner meinte eher die Stummfilme, die vor dem Ersten Weltkrieg gedreht wurden. Das glaube ich aber auch, Mord. So, ich guck mal meinen Reiseführer nach, was der so ausspuckt. Alte Bahnhöfe, die man sich ansehen sollte? Oder alte Bäume, wo einer von denen bis zu 120 Jahre alt ist? Ich persönlich halte ja von dem Reiseführerheft nicht viel. Echt, ich finde das total unsympathisch. Sag mal, Mord, wann wirst du denn endlich deinen Frieden mit diesem Reiseführerheft machen? Das ist echt unglaublich, wie ein erwachsener Mann sich mit so einem Heft anfeinden kann. Tja, so ist es eben. Es gibt Dinge, die mag ich und es gibt Dinge, die mag ich nicht. Und so ein Schlaumeier-Reiseheft, das mag ich absolut nicht. Alles will er besser wissen und sowas kann ich absolut ja nicht ab. Oh Mann, Mohat, manchmal glaube ich echt, der Blitzschlag hat bei dir noch mehr zerstört als nur dein Langzeitgedächtnis. Aber egal, hier schau mal, wir könnten noch zum königlichen Sommerschloss Drottningholm laufen. Das gehört zum Weltkulturerbe Finnlands. Laufen? Naja, eventuell, wenn es da was zu trinken gibt, bin ich dabei. Aber was gibt's denn noch? Die Wikinger-Siedlung, Birka und Hofgarten. Da können wir Wiki nachspielen oder so. Echt geile Sache. Mohat und die wilden Lennys. Das wär's doch. Klar, Alter. Ich sehe schon Finn. Und du, das könnte die große Liebe werden. Aber du, Wiki waren doch Schweden, oder? Ach, lass mich mit Schweden in Ruhe. Ich werd noch ganz klirre im Kopf. Was können wir denn hier noch machen? Was hast du nur immer mit Schweden? Hat dir das so gut gefallen, alter Schwede? Ja, wir können ja zum Marinehafen Karlskrona schlendern. Gehört auch zum Kulturwelterbe. Ach, ich wusste es. Der Reiseführer will uns wieder zu einer Haltestelle führen. Wenn ich den Schreiberling dieses Reiseführers erwische, dann knall ich den eine. Weißt du was, Mord? Da vorne ist eine kleine Kneipe. Ach, die sehe ich auch. Und denkst du dasselbe wie ich? Ganz genau, Alter. Das denke ich. Wir gehen jetzt da drin eintrinken, ganz gemütlich, und dann fahren wir einfach weiter. Weil du und Finnland, das wird nix. Ich dachte eher so, wir saufen uns einen an und dann fragen wir jetzt wie Hesefeger, was man hier so erleben kann und machen dann eine Kulturreise der etwas anderen Art. Naja, das ist doch fast dasselbe, Mord. Aber du hast doch Caro. Ja, habe ich. Aber ich dachte, die beiden Frauen spendieren uns was zu trinken. Du hast dann 2 Frauen und ich habe was zu trinken und wir bekommen alles gratis. Ach so. Getreu dem Motto, guten Freunden schenkt man doch eine Frau oder 2 oder 3. Ganz genau.